Die Stelle da vorne, die hasse ich eigentlich immer. Beziehungsweise, okay, doch nicht. Weil sonst, wenn es jetzt hier links weitergehen würde, diese Kurven, dann kann ich gar nicht ab. Aber ne. Ging ja zum Glück doch hier lang. Sind zwar Erster, aber so pralle sieht es auch nicht aus, finde ich. Der Abstand könnte schon größer sein. Ja, die holen schon langsam auf. Ist nicht gut. Gar nicht gut. Die erste Runde haben wir gleich geschafft. Ah, der Typ kommt mir zu nah, das ist mir zu gefährlich. Ich komme hier gut um eine Runde. Um eine Kurve. Und wenn man jetzt allein schon bei einer Kurve kackt, dann ist so gut, weil die ja eben so nah sind. Deshalb habe ich immer lieber ein bisschen Abstand, dann hat man immer noch eine kleine Absicherung. Für irgendwelche eventuellen Fehler, die ich sowieso immer begehe. Zum Beispiel hier, gerade, gehen wir. Könnte ich noch ein bisschen ausbügeln, aber war schon wieder knapp. Naja. Erstmal weiter hier. Wow. Das war jetzt zum Beispiel extrem kacke. Die fehlen mir wirklich die ganze Zeit am Arsch. Will mich doch verarschen. Penner. So, jetzt müssen wir nur noch vorne bleiben, also keine Fehler machen, weil, wie gesagt, das finde ich halt bei Rundkursen am schlimmsten, wenn man kurz vorm Ziel dann überholt wird. Weil Rundkurse eben meistens immer am längsten dauern, das finde ich dann einfach nur nervig. Wir haben aber gewonnen. Noch in unter 3 Minuten. Und dann gehen wir mal weiter im Text. Als nächstes nehme ich mal den Drake. Und jetzt könnt ihr euch gleich selbst überzeugen, dass ich darin echt grottig bin. Beim Drag musst du perfekt schalten. Den richtigen Schaltpunkt erwischst du, wenn der Schaltpfeil grün wird. Lenkt bei dem hohen Tempo im Drag-Rennen nicht zu stark. Tipp zum Spurwechsel nur kurz in die gewünschte Richtung. Setz dein Nitro zum richtigen Zeitpunkt ein, um dich vor die anderen Fahrer zu setzen. Wenn du in Führung bist, achte auf die Fahrer hinter dir und versuch sie auf ihrer Spur zu blockieren. Was ich halt schade finde hier, dass man noch keinen wirklichen Rückspiegel hat. Das kann man bei Carbon, kann man das glaube ich schon einstellen. Oh, der hat zu früh geschaltet, aber der Motor hat auch schon geblinkert. Auf jeden Fall, bei Carbon kann man glaube ich einen Rückspiegel einstellen. Hier hat man nur einen, wenn man die Perspektive wechselt. Scheiße, falsch gehört. Sieht jetzt schon ziemlich schlecht aus. Sobald wir im fünften Gang sind. Oh, wir sind schon im fünften Gang. Sind wir im sechsten Gang. Massenkaramellat. Kurz zurückschalten. Ah, scheiße. So, nur weil die einen Unfall gebaut haben. Unfair. Aber wie gesagt, das kann jetzt einige Zeit dauern. In meinem Talent. Ach scheiße. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Tut mir leid, wenn ich jetzt auch nicht so viel dabei erzähle, weil ich mich da echt ein bisschen konzentrieren muss. Perfekt geschaltet. Jawohl. So wollen wir das sehen. Ja.
So. Das war jetzt nicht so gut. Wir haben es Gott sei Dank noch geschafft. Es ging sogar relativ schnell. Hab gehört, du schlägst dich ganz gut. Wenn es in Rockport so ähnlich läuft, erwarten dich weitere Gegner. Razor hat angeblich viele Fahrer um sich. Aber mach dir keine Sorgen. Er will dich nur verunsichern. Bleib konzentriert. Der bekommt noch seine Quittung. Ich muss ein paar Wetten auf dich abschließen. Bis später. Ja, voll, doch, sie hat uns gleich schon letztes Mal gefragt, ob das in Ordnung ist. Na, egal. Izzy will's wissen. Ich bin's. Anscheinend will diese Izzy dich herausfordern. Sie erzählt überall rum, dass sie dich zurück nach Rosewood schickt. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Aber unterschätze sie nicht. Das Mädchen kann echt fahren. Ich rufe dich an, sobald du sie besiegt hast. Wenigstens glaubt er an uns und denkt, dass wir es relativ schaffen. Dann aber, wie gesagt, wir müssen ja noch ein paar Rennen gewinnen. Nehmen wir als erstes die Radarfalle hier. Oh. Ich weiß nicht, ich glaube, einen hatten wir schon. Bin ich ja nicht sicher. Wenn jetzt kein Tutorial kommt, dann hatten wir sie schon, ja. Ja, bei sowas kann man auch wirklich kurz vor knapp noch böse enden. Wenn man dann kurz vorm Ziel auf einmal Zweiter ist und dann ein bisschen was abgezogen wird. Das ist... Oh, da war sie schon. Nur mit 3 km Vorsprung, das ist nicht allzu viel. Also man sollte sich da echt ein kleines Polster anfahren. Obwohl ich das wahrscheinlich jetzt sowieso noch nicht schaffe. Da wir halt noch relativ am Anfang sind und mein Auto eben auch nicht gerade so Bombe ist, vorsichtig ausgedrückt. Und es zumal hier auf einmal übel hängt und leckt und bar und fickt dich doch, Alter. Ich muss mir denn jetzt echt mal die FPS-Zahl anzeigen lassen, damit ich mich extrem aufregen kann. Naja, ich möchte diese kleinen Ruckler von ganz böse Sachen entstehen, die das Fahrverhalten beeinflussen. Finde ich jetzt hier besser. 233, ja, bin ich genau bei 400, ne, bei 430 müsste ich jetzt genau haben. Wow. Ja. Ja, schon ein paar km/h mehr Vorsprung. Jetzt wird es allerdings schlecht, weil ich ja gerade so gegen gerusht bin. Und kaum noch nass habe. War jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu gut. Wir sind aber noch Erster. Haben nur leicht eingebüßt. So um die 5 km/h schätze ich. Das geht noch. Ist noch vertretbar. Ja. So, hier haben wir Kurve. Und das geht. So, gucken wir gleich mal. Wieso abschneiden? Auf jeden Fall noch Erster. Ja, jetzt haben wir einen guten Vorsprung. Und jetzt dürfen wir nur die letzte hier nicht verkacken. Was ich gerade schon halb getan habe. Weil auch diese kleinen Finger da, die machen schon einen Unterschied. Ah, egal wie gut die jetzt sind. Ich bin sowieso noch vorne und ich bin als Erster am Ziel. Souverän gewonnen, würde ich sagen. Das ging noch ganz gut. 2 Rennen haben wir noch, soweit ich das weiß, ja. Haben wir kurz den Sprint. Dann noch einmal so ein bisschen Zeit fahren und dann mal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich Izzy heute auch schon fertig. Aber ich denke mal, wenn, werde ich wahrscheinlich auch danach dann schon aufhören. Weil meine Festplatte noch ein bisschen voll ist. Ich habe die Minecraft-Aufnahme von vor 3 Tagen. 3 Tage könnte es sein. Kann aber auch schon 4 Tage her sein. Hier ist immer noch nicht komplett durchgerendert. Und da ich noch das Rohvideo mit 190 GB drauf. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch so auf der Festplatte habe. Ist halt... Normalerweise müsste ich jetzt also auch mindestens 3,5 Stunden aufnehmen können, was ich ja jetzt mal gemacht habe bei Minecraft. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich da noch so drauf habe. Hab halt nur 500 GB, also nur in Anführungszeichen natürlich wieder. Also zumindest da, wo ich gerade die Videos drauf speichere. Ich habe noch eine externe 1 TB Festplatte, wo ich dann die fertig gerenderten Videos drauf packe. Also die einzelnen Parts.
Und von da aus leite ich die auch alle hoch. Aber naja. Was ich übrigens gerade auch mache, hochladen nebenbei. Da ich eben so eine extrem mega langsame Internetverbindung habe, ist mein Netbook, womit ich aufnehme, also Ton aufnehme und hochlade, ist eigentlich permanent an, um irgendein Video hochzuladen. Oh, die Kurve ist böse. Und die war richtig schlecht genommen. Und ja. Und zum Beispiel war es gestern. Ich glaube, es war gestern könnte es gewesen sein. Könnte aber auch vorgestern. Ne, es war glaube ich vorgestern. Das Need for Speed von Donnerstag. Habe ich halt die Nacht über hochgeladen. Morgens sah es dann auch so aus, als ob es fast fertig war. Da stand nur noch das Video wird verarbeitet. Und dann kurz bevor ich das freischalten wollte, gegen 16 Uhr halt, kam dann die Meldung von YouTube, dass das irgendwie nicht freigeschaltet werden könnte, warum auch immer. Ob ein Fehler mit der Verarbeitung. Oh, wir haben einen guten Fortschritt, sehe ich gerade. Und auf jeden Fall, ja, dann könnte ich das auf die Schnelle nicht nochmal hochladen. Wegen, weil Internet und so. Und deshalb gab es Donnerstag oder Freitag, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es dann da leider keinen Most Wanted. Das habe ich dann eben einen Tag später freigeschaltet, aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. So. Ein Rennen haben wir noch übrig, dann können wir sie herausfordern. Aber irgendwie hätte ich Bock, dann auch noch ein bisschen weiter aufzunehmen. Bin jetzt bei knapp einer Stunde abgefahren. Das geht. Was war hier ein chilliges Rennen? Ich glaube, gegen Easy könnte auch ein bisschen schwer werden. Weil, soweit ich mich erinnere, ist auch ein Rennen davon ein Drag-Rennen. Erstens ist mein Wagen da eben so als Baller für geeignet. Und ansonsten auch, ja. Werde ich mich natürlich fragen. Ich glaube, ich werde da nachher mal gleich ein bisschen versuchen, das fein zu tunern. Mal sehen, ob das was bringt. Ja. Aber erstmal sind wir ja bei diesem Rennen hier. Durchziehen. So. Das Problem halt auch hier ist, dass es unbedingt, finde ich, immer so viel zu kommentieren gibt. Es war doch einiges mehr als zum Beispiel bei Minecraft, aber ne. Nur glaube ich, ist es hier nicht so angebracht, über irgendwelche anderen Themen zu labern. Da erstens ich mich mehr konzentrieren muss und ich zweitens denke, dass es auch nicht so gut weil dass man sich so gut auf irgendwelche Themen konzentrieren kann, wenn man jetzt hier doch relativ schnellen Handlungen folgen will. Was ja bei Minecraft echt noch alles geschillt ist. Boah, ja. Ich fahre einfach und gebe ab und zu mal einen Kommentar ab. Der wahrscheinlich recht unqualifiziert sein wird, aber was soll ich. Wow, 20 Bälle und so weiter geht's hier. Ah, gut, wir müssen nur noch zu einer Mautstelle kommen. Nur fast eine Minute. Sollte zu schaffen sein. Kann ich die da hinten rein? Ja, das geht alles noch. Alles easy peasy. Sogar noch mit massig Zeit. Können wir noch mal kurz anlaufen. Und sind durchs Ziel. So, das heißt also, wir haben alle Meilensteine. Ja. Und wir haben alle Rennen. Ja. Mal los, Izzy. Dann mal los. Oh, bei der gibt's zu. Ich bin irgendwo gibt's einen Track. Ich weiß noch nicht mehr wo. Egal, wir fahren erstmal einen Sprint und einen Rundkurs. Und auf den Rundkurs freue ich mich jetzt schon. Das kann ich euch sagen. Stimmt, das war die mit dem Ford Mustang.